Ja, hallo Leute, und hier ist wieder Dietmar im Klebausteinkeller. Ja, und heute mal eine etwas andere Perspektive. Ja, ich möchte mal ein bisschen was über mich erzählen, beziehungsweise über die Projekte, die jetzt in den nächsten Tagen, beziehungsweise Wochen und Monaten vielleicht noch, die zumindest mich so ein bisschen beschäftigen. Ja, letztes Projekt, hat man vielleicht schon gesehen hat, ist zwar nicht so der große Erfolg gewesen, aber trotzdem habe ich ein, zwei Zusprüche bekommen und das hat mich da dazu motiviert, weiterzumachen. Und zwar geht es ja um das Projekt Topspeed. Und zwar bei Topspeed geht es mir jetzt mittlerweile darum, aus normalen Komponenten, wie zum Beispiel jetzt hier so ein RC-Motor oder aus anderen RC-Komponenten, die jetzt in den Wagen so einzubauen, mithilfe von normalen Verschraubungen natürlich halt und natürlich auch von normalen Lego-Teilen, nahezu Lego-Teilen hat. Also Stoßdämpfer werden bei mir wahrscheinlich die normalen bleiben. Es wird wahrscheinlich auch die gesamte Unterkonstruktion das normale bleiben. Aber ich muss natürlich noch gucken, dass ich da was aufbaue, dass die RC-Bauteile reinpassen, weil die sind alle schon ein bisschen schwerer als das, was wir letztes Mal gesehen haben. Also da muss man natürlich jetzt gucken, wie kriegt man jetzt das ganze Konstrukt. Das ist übrigens so die Grundversion, die ich euch schon mal gezeigt habe, von Alternative Engineering. Nur ich hatte mir jetzt gedacht, man kann es einfach besser machen. Also ich meine, die Federung, die ist schon gar nicht mal verkehrt, beziehungsweise auch der Aufbau, nur er ist eben halt für den schweren Akku, den ich dann noch einsetzen möchte, einfach viel zu klein. Also es wird zum Twitter werden. Es wird auch mit Hilfe von dieser Firma hier passieren. Kann ich euch wirklich ans Herzen legen, falls ihr ein bisschen mehr aus euren Bauteilen rausholen wollt. Die gibt es dann auch mit die Kardanantriebe halt aus Aluminium. Es gibt mittlerweile Adapter, das finde ich besonders interessant. Adapter halt, wo ich dann auch normale Reifen von normalen RC-Autos 1 zu 10 auf diese Fahrzeuge aufsetzen kann und dementsprechend kriege ich natürlich auch ein bisschen besseren, eine Verbindung besser mehr. So, ich bin gerade dabei am Werkeln und versuche gerade man kann es vielleicht sehen, ich versuche hier gerade Kugellager in die Lego-Teile einzupassen. Ja, die ersten Versuche, die haben nicht ganz so gut geklappt. Die ersten Versuche waren hier mit einem normalen Bohrer. Das hat nicht so funktioniert. Das hat das ganze Ding also auseinandergefriemelt. Oder dann sieht es auf der anderen Seite so aus. Ja, dann habe ich mir mal so einen kleinen Dremel geholt. Und mit so einem kleinen Dremel kriegt man das Ding dann ganz gut hin. Also man müsste praktisch einfach nur mit dem Dremel ein bisschen was versenken. Jetzt suche ich natürlich nur einen Dremelvorsatz, der das ungefähr so bei 8 mm hinbekommt. Ja, mal schauen. Ob es da sowas in der Richtung gibt, ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. Ja, dann blende ich euch mal kurz ein paar Bilder ein von dem anderen Projekt. Das ist ein 6, 1, 2, 3, 4, nee, 8-achsiger, Quatsch. 1, 2, 3, 4, 5, doch 6-achsiger LKW, auch in der Form eines Scania-Trucks. Ist ein Mock bzw. eine Bauanleitung, die man von Custom Bricks bekommt. Mich aber das Set einfach mal interessiert hat, weil der hier so hinten steht halt, hier der Scania, der macht mir nicht besonders viel Freude, weil das dauert alles noch auch noch ein bisschen, bis das alles fertig wird halt. Aber in der Zwischenzeit habe ich gedacht, machst du mal in diesem Projekt ein bisschen weiter. Also knapp 4800 Teile ohne Bauabschnitte, da ist halt viel Suchen dabei. Also wenn ich Glück habe, ist das Ding vielleicht nächste Woche, wenn ich konsequent weiterarbeite. Ja, mal gucken, wann das fertig wird. Und das ist dann auch so das nächste, eins mit den nächsten Projekte. Ja, und dann haben wir vielleicht noch, muss mal gucken, halt, was von Krubi noch rauskommt. Wir warten ja noch alle ganz, ganz händeringend auf die DS, auf den Centurion DS. Mal gucken, ob der wo kommt, wo ich mich wahrscheinlich auf die Version konzentrieren werde, die halt die Executive Editions sind. Also nicht die normalen, sondern einfach nur die Executive Editions, weil die normalen, ja gut, das sind zwei Modelle dabei, die sind interessant für mich, aber nein, ich möchte an sich nur die Executive Editions haben. Ja, weil die normalen, das wird zu viel, man muss ein bisschen ausselektieren. Ich muss so noch ausselektieren, ich habe so noch ein paar Bausets.
Ja, ein Material oder ein Ding ist halt zum Beispiel die Big Boy, die kennt vielleicht der eine oder andere von denen noch, dieses Motorrad von Lego, was halt dummerweise dann auch alles in Schwarz bzw. in Grautönen gemacht ist, da wo es dann sich in Chrom sein sollte. Das Ding werde ich euch auch nochmal vorstellen, halt in Chrom, also wie es natürlich mal so richtig sein soll. Ja. Ja, ein bisschen kränkelig bin ich auch noch. Ja, also optimal läuft das zurzeit die Woche nicht gerade. Aber ansonsten, wie gesagt, ich bedanke mich auch für den großen Zuspruch, den letzten Zeit, die ich bekommen habe. Bedanke mich für sämtliche Abonnenten, die dazugekommen sind. Halt. Vielleicht knacken wir ja alle zusammen halt die 500er-Grenze irgendwann mal. Und vielleicht schaffe ich auch mal die 1000er. Das wäre so mein kleiner Wunsch. Ja. Wunsch auch von mir wäre, vielleicht schreibt ihr mal in die Kommentare rein, halt, was euch so doch interessiert hat. Weil man ist ja dann wirklich immer am Gucken halt, was könnte euch denn draußen noch weiter interessieren? Ist es ein Mock? Ist es das? Ich kann es vielleicht nicht alles abgrasen, na, weil auch mein Budget ist halt sehr, sehr begrenzt. Aber ich versuche das Möglichste für euch hinzubekommen. Ja. Ja, das soll es erstmal von mir von heute gewesen sein. Leider heute ein bisschen kürzer, weil es hat alles nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber das passiert ab und zu mal. Dann kriegt man halt nicht alles so weit fertig. Also ich dachte, den Scania Truck, den baue ich mal eben kurz fertig. Ja, mal eben kurz ist seit Freitag, Samstag, ja. Also man braucht ein bisschen länger für das Ding. Ich habe auch eine Woche Urlaub gehabt, weil ich noch ein bisschen dran rumgebastelt hat. Aber die Sucherei, das ist halt schon ein bisschen heftig halt. Aber gut. Ja, ansonsten, wie gesagt, bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, kleiner Ausblick auf das, was die nächsten Wochen hier so passiert auf dem Kanal. Kleines Dankeschön, wie gesagt, an alle, die mich abonniert haben. Vergesst nicht, abonnieren. Ne? Da unten ist da der Button. Einfach mal draufdrücken halt. Ja, ansonsten, wie gesagt, denke ich mal, dass ich nächste Woche Sonntag euch mal wieder ein Set präsentieren kann. Und verbleibe bis dahin, euer Dietmar im Klemmbausteinkeller.